Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Y Together. Und das letzte Mal haben wir die Top 4 besiegt, oder beziehungsweise Killian. Und jetzt gehen wir einfach... Das war ich. Ja, okay. Aber warte, muss ich auch noch ausschalten, weil das sieht ein bisschen scheiße aus. Und jedenfalls gehen wir jetzt weiter. Wir haben leider gerade ein kleines Problem, da ich schon 10 Minuten aufgenommen hatte, aber das falsche Mikrofon ausgewählt hatte für die Sprache. Und deswegen muss ich jetzt das Ganze nochmal durchgehen. Ja, wenigstens ist es dir aufgefallen, bevor du irgendwo in den Kampf reingerannt bist. Oder bevor ich gespeichert habe. Ja, das wäre nicht das Problem gewesen. Ich habe die Save-Datei immer noch bei mir. Ja, wäre auch stimmt. Na trotzdem. Also besser innerhalb der ersten 10 Minuten als nach 20 Minuten auf jeden Fall. Der Albtraum ist endlich vorüber. Nie mehr sinnlos Leid und unter menschlicher Knute. Dank meinem Freund Reshiram sind die Pokémon nun frei. Du schimpfst dich, Champ, und warst trotz sein... Ach Gott, so langsam jetzt. Schlimm. Du schimpfst dich, Champ, und warst trotz deines Titels nicht imstande, mich aufzuhalten. Deine Gemütlichkeit ist deine Schwachstelle, Lauro. Nachdem dein Pokémon einer schweren Krankheit anheimgefallen war, der es letztlich erlag, durchstreiftest du ratlos die Einheilregion, um die Leere in deinem Herzen zu füllen und deinen Schmerz zu lindern. Und ernsthafte Kämpfe hast du wohl auch zeitlang nicht mehr bestritten, oder? Doch möchte ich dich deswegen nicht tadeln, ganz im Gegenteil. Angesichts meiner Stärke geht selbst der Champion die Knie. Ich bin der stärkste Trainer von Einheilen und als solcher erteile ich den allen Trainern weit und breit den Befehl, ihre Pokémon die Freiheit zu schenken. So habt doch Erbarmen. Ich bitte dich doch nur um eine Sache. Trenne nicht das Band, welches Menschen und Pokémon eint. Das Schicksal hat sich zugunsten meiner Überzeugung ausgesprochen, als es mir im Kampf gegen dich zum Sieg verhalf. Die Würfel sind gefallen, Lauro. Du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Ich habe dich bereits erwartet. In der Zukunft, auf welche ich einen Blick erhaschen konnte, warst du im Besitz eines Steines, des Dunkelsteines. Er reagiert auf die Anwesenheit von Reshiram. Halt! Dieser Ort ist der legendären Drachen-Pokémon unwürdig. Erhebe dich aus den Tiefen der Erde, o du mein prächtiges Schloss, und umgürte mit deinem machtvollen Gemäuer die Pokémon-Liga. So, jetzt erstmal eine lange Cutscene. Da entsteht eine Super Smash Bros. Stage aus dem neuen Super Smash Bros. Für Nintendo 3DS und Wii U. Wobei die Stage minimal asozial ist, wenn Reshiram hinter dem Hintergrund steht, weil sie kommt für nicht cool. Kam ja auch erst am 2. Oktober raus. Mein Schloss, aus dem finsteren Erdreich emporgestiegen zu neuer Größe. Von der schwindelerregenden Höhe seiner Sinne werden die Befehle des neuen Königs in alle Winkel der Einheilregion widerhallen. Ich erwarte dich im Schloss, wo die endgültige Entscheidung fallen wird. Werden die Pokémon endlich in den Genuss wahrer Müdigkeit und Freiheit kommen? Oder will das Schicksal, dass sie weiter mit uns Menschen zusammenleben? Das Schicksal wird der Schiedsrichter in unserem Kampf der Überzeugung sein, dessen Ausgang die Welt verändern wird. Lauro, du siehst nicht gut aus. Unter einem Champ stelle ich mir etwas anderes vor. Oh, du hast es geschafft? Ja, ich habe alle Mitglieder der Top 4 bezwungen,
auch wenn es wahrlich kein Zuckerschlecken war. Dann lass dich beglückwünschen. Es ist mir gelungen, stärker zu werden, nachdem ich begriffen hatte, was ich eigentlich erreichen wollte. Black, bitte mach N klar, dass Menschen gerade deswegen stärker werden, weil sie Seite an Seite mit den Pokémon stehen und dass meine Pokémon durch mich auch sehr viel gelernt haben und so stärker werden konnten. Ich habe verloren. Dabei wollte ich diesen frechen Naseweis mit Hilfe der Kraft, die Menschen und Pokémon verbinden, gehörig in die Parade fahren und ihm zeigen, wie nichtig seine Luftschlösser sind. Oder liegt er am Ende mit seiner Vision doch richtig? Immerhin kann man den Lauf der Dinge nur ändern, wenn man seine Träume zu verwirklichen sucht. Ich bitte dich, Blake, zeige N, dass es zu nichts führt, das Band zwischen Mensch und Pokémon zu kappen. So, dann haben wir den ersten Part des Geredes schon mal geschafft. Ich find's ja aber auch voll interessant, dass du dich immer an den gleichen Stellen verhaspelst. Ja. Obwohl ich habe gedacht, jetzt wenn ich das zweite Mal ist, das dann nicht passiert. Ja. Wer sich in sein Schicksal fügt, wird fortbestehen. Wer sich ihm widersetzt, wird vergehen. Der Tugend folgt die Belohnung, dem Laster der Strafe. Was nützt alles Wissen, wenn die Erfahrung fehlt? Wer einen Fehler begeht und ihn nicht behebt, begeht einen weiteren Fehler. Die Noble leitet die Gerechtigkeit. Die Niederen die Habgier. So wie am Himmel nur eine Sonne steht, so regiert nur ein König das Volk. Regiert. Alsdann, wir werden nicht zulassen, dass unserem König etwas zustößt. N mag, ob das Scheitern des Plans von Gesis vielleicht versagen. Wir sechs werden dich jedoch hier und jetzt zur Strecke bringen. Ach ja, und ihr glaubt wirklich, dass euch dabei Erfolg beschieden sein wird? Du hast es also wirklich bis hierher geschafft, Blake. Du bist doch der Arena-Leiter von Maria City, oder? Ganz recht. Und ich bin nicht alleine gekommen. Ihr könnt einem fast leid tun. Nicht nur, dass wir ohnehin schon stärker sind als ihr, wir sind auch noch in der Überzahl. Hammelt deiner Arena-Leiter. Als Arena-Leiter können wir doch nicht einfach die Augen davor verschließen, was Team Plasma hier veranstaltet. Außerdem hat die kleine Belle uns doch so nett um Hilfe gebeten. So sieht's aus. Wir haben alles im Griff. Genau, alles im Griff. Träger des Dunkelsteins, setze deinen Weg fort. So, jetzt sind wir ungefähr da, wo wir auch vorhin aufgehört haben. Naja, war es doch ja, ein bisschen weiter. Aber... Zwei Monstertexte kriegst du noch. Ja, okay. Vergiss da nicht noch danach den Monstertext von N. Soweit ich weiß, hatten die jetzt nichts Interessantes. Ich krieg das nur kurz durch. Wenn ihr dann Interesse habt, könnt ihr es selber lesen. So, mach ich aber jetzt nur bei den zwei. Die anderen lese ich natürlich wieder vor. Hier entlang. 2 Meter Headset-Kabel sind schon was Tolles. Also ich hatte gerade richtig Schiss. Ja. Ich hatte gerade richtig Schiss, dass ich schon wieder die falsche Audio, das Mikrofon ausgewählt habe, weil hin bei dem Gerät kein Ton gekommen ist, aber es war nur, weil ich komplett still war. Nur keine Sorge, du kannst auch in diesem Geschoss deine Pokémon heilen und einen PC benutzen. Gönne deinem Pokémon-Team als erstes rück mal ein kleines Päuschen in diesem Zimmer dort. Der große N will schließlich, dass du bis in die tiefsten Tiefen dieses Schlosses vordringst. So, der hier redet nur mit uns. Ich bin die Muse des Friedens. Ich spende N Ruhe und Gelassenheit. Von klein auf lebte N abseits jeglicher männlichen Fürsorge. Stattdessen waren es die Pokémon an seiner Seite, die sich um ihn kümmerten. Gesis hat dafür gesorgt, dass N mit ansehen musste, wie Pokémon von bösen Menschen ausgenutzt, unterdrückt und sogar verletzt wurden. Der sensible N teilte ihren Schmerz und seine Gedanken kreisten irgendwann nur noch um das Wohl der Pokémon. Bald darauf beschloss er, für sich selbst nach einer neuen Wahrheit zu suchen. Seine Seele war so unschuldig, so rein und unverdorben.
Doch es gibt nichts, was so schön und furchterregend zugleich ist wie die Schuld, Unschuld an sich. Ich bin die Muse der Liebe. Ich weiß, du bist der Trainer, der N die Stirn bieten will. Ich finde, du hast dir eine kleine Ruhepause verdient. Jetzt seid ihr wieder bei Kräften und dein Pokémon-Team, wenn Trainer ihr Pokémon in den Kampf schicken, tun sie das niemals in der Absicht, dass diese beiden dabei zu Schaden kommen. Tief in seinem Inneren weiß N das dies wohl auch, doch er hat bereits zu lange in der Einsamkeit dieses Schlosses gelebt, als dass man ihm ein solches Eingeständnis entlocken könnte. So, jetzt sind wir aber da, wo wir vorhin aufgehört haben. Pokémon haben wir, denke ich, alle in der richtigen Reihenfolge. Ja. Ich habe sie noch so gelassen, wie ich sie am Anfang von Eugen hatte. Also Petri vorne. Ich wollte nur, dass sie bei mir zu Level vorne sind, das sind sie auch. Dieses Schloss wurde im Geheimen über 4 Jahre hinweg unter Ausbeutung der geraubten Pokémon erbaut. Niemand schien davon zu wissen. Alles verlief nach dem perfekten, groß angelegten Plan von Gesis. Es wird wohl auf ewig ein Rätsel bleiben, wie er es schaffen konnte, den Menschen so geschickt zu lenken und zu beeinflussen. Noch einen Top-Trank. Schadet ja nicht. Nee. Ein Hypertrank tut zwar momentan das gleiche, weil wir noch kein Pokémon haben, das annähernd in die Nähe von 200 KP gekommen ist. Ich wollte ja eigentlich am Anfang jedem Charakter eine eigene Stimme geben, aber das habe ich mittlerweile so oft verändert, dass ich es einfach sein gelassen habe. Das staunst du wohl, kleiner Feiner. Dieses Schloss ist das Ergebnis aller Mühen und Anstrengungen von Team Plasma M oder besser gesagt der wissenschaftlichen Errungenschaften, die es ist. So, was wolltest du sagen? Das mit den Stimmen habe ich versucht durchzuziehen. Bei ein paar Charakteren habe ich es gelassen, so wie sie sind. Also bei Sharon habe ich zum Beispiel mal konsequent dieselbe Stimme gegeben. Und wer mein Advance Wars LP kennt, der sieht, dass ich mir da auch sehr viel Mühe gegeben habe, den einzelnen Charakteren andere Stimmen zu geben. Wobei mir das auch nicht immer geglückt ist. Ja, so dass die Stimmen an sich so verteilen, war ja nicht so das Problem. Ich wollte ihnen so richtig behinderte Stimmen geben und das habe ich dann leider versaut. Es war meine Aufgabe, den Menschen ihre Pokémon wegzunehmen. Zu diesem Zweck sind wir von N-Pokémon zugeteilt worden, mit denen zusammen ich diese Aufgabe erfüllt habe. Das Schlimme ist, ich soll sie jetzt wieder abgeben. Und was bricht mir das Herz? Kann es etwas sein, dass ich mich eigentlich gar nicht dazu eigne, Mitglied von Team Plasma zu sein? So, noch ein Raum. Ich denke, dann kommen wir doch schon, glaubst du, zu den ersten Trainer, oder? Es gibt keine wirklichen Trainer in dem ganzen Schloss. Die einzigen Kämpfe, die du hier ausführen kannst, sind die gegen Zekrom, gegen N und gegen Getsis. Stimmt, oh Gott. Dieses Pokémon hat mich richtig in sein Herz geschlossen. Dabei sehe ich ihm nichts weiter als ein Werkzeug, ein Mittel zum Zweck. Was soll einer verstehen? Ich brauche keine Items mehr, um Pokémon einzufangen. Okay, ein Hyperball. Schmeißen wir eigentlich direkt einen Meisterball? Oder irgendwas? Nee, Zekrom ist so einfach zu fangen, der hat eine 45er Fangrate. Das solltest du eigentlich mit einem Superball sogar schaffen oder mit einem Pokéball, das ist kein großes Problem. Ob N der wahre Held ist, werden wir wissen, wenn du mit ihm gekämpft hast. Und wir werden auch wissen, wie sehr du diese Welt, in der Menschen und Pokémon koexistieren, wirklich beschützen willst. Dieser Raum. Das ist die Welt, in der N aufgewachsen ist. Mich lässt dieser Raum eher kalt, aber vielleicht ist das bei dir ja anders. Auf jeden Fall mal reinschauen, ja, das ins Kinderzimmer. Auf jeden Fall gibt's da. Also, anstatt einen Basketball da oben reinzuschmeißen, hat er natürlich seinen Zug da reingeschmissen. Und Sonderbonbon. Da haben wir wenigstens wieder eins. Hier gibt es nichts Besonderes dann. Okay. Warte, fahr die Eis. Ach, okay, die bleibt stehen. Gibt's da noch was? Nee, nicht wirklich. Das man kann sich halt. Ja, gut. Das
ist halt Ens Kinderzimmer. So. Ich denke, wir gehen jetzt dann noch die ganze Räume durch, dann ist ja schon fast die Zeit wieder rum. Wenn du willst, kannst du mich die Endkämpfe machen lassen, wenn du dich nicht traust. An anderen, weit entfernten Orten zogen Team Galactic und Team Rocket seinerzeit zu viele Aufmerksamkeit auf sich und hatten deshalb viele Probleme. Nicht nur die beiden, da waren auch Team Magma und Team Aqua. Genau. Ich finde, die waren bisher eigentlich die schwersten Bösewichte, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach die schwersten Bösewichte bis jetzt beim Team Plasma. Muss ich mal so sagen. Wobei keiner wirklich schwer war. Ja, und ich fand es jetzt halt von der. Hier wird man. Ich finde, in der Edition kriegt man halt immer wieder irgendwelche Heiler, die dann deine Pokémon wieder fit machen. Bei Team Plasma, bei Team Magma ist man, glaube ich, ziemlich weit einfach durchgerannt ohne irgendwelche Hilfe, quasi. Willkommen, Träger des Dunkelsteins. Dieses Schloss, das so plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist und das die Pokémon-Liga umhüllt, steht als Symbol für die Veränderung in Einheit. Der König dieses Schlosses wird von einem legendären Pokémon begleitet und ist der stärkste Trainer Einheits, stärker noch als der Champ. Tief in seiner Brust schlägt das heiße Verlangen, die Welt zu verbessern. Wenn man ihn nicht als Helden bezeichnen kann, wen dann? Nun ist alles vorbereitet. Wir werden die Menschen mühelos von unserem Standpunkt überzeugen. So kann die Welt, die ich mir, die Team Plasma sich wünscht, endlich Realität werden. Die Pokémon gehorchen nur uns ganz alleine und all diese hilflosen Menschen werden uns zu Füßen liegen. Endlich, lange genug hat es gedauert. All die Zeit der Geheimhaltung, der Angst, der Plan könnte aufliegen. Damit ist es nun vorbei. So, vorwärts. Wir werden jetzt überprüfen, ob auch du das Zeug zu melden hast. Mir ist gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass der mit dem Gespräch das Hemd so ein bisschen hochgehoben hat. Ich träume von einer Welt, in der es nur noch Pokémon gibt. Einer Welt, in der Pokémon vom Joch menschlicher Unterdrückung befreit sind und ihre ursprünglichen Kräfte wiedererlangt haben. Der Moment der Entscheidung ist gekommen. Ich bin zu allem bereit, auch wenn mein Pokémon-Freund dabei verletzt werden. Ich glaube fest an meinen Sieg und werde alles dafür tun, ihn herbeizuführen. Ich nehme an, du bist gut gewappnet. Immerhin hast du es ja bis hierher geschafft. Wenn dem so ist, dann komm und zeig mir, wie sehr du wirklich gewinnen willst. Also dafür, dass du die letzten zwei Arena-Leiter bekommen hast und auch noch die Top 4, denke ich, mache ich doch jetzt den N. Naja, die letzten zwei stimmt nicht ganz. Die Eisarena hast du gemacht. Ich habe allerdings insgesamt 5 Arenen und du 3 gemacht. Ja, stimmt. Du hast mich aber auch bei der 8. direkt davor rausgesetzt. Ja, okay. Was sollte ich denn da machen? Ja, keine Ahnung. Ich hatte auch leider keine andere Wahl. Ich hätte ja schlecht gar nichts machen können im Part. Du bist hier, weil du eine Entscheidung zwischen uns beiden herbeiführen willst. Aber Zekum reagiert nicht. Kann es sein, dass es dich noch nicht als Helden akzeptiert? Was für eine herbe Enttäuschung. Dabei hatte ich bereits einen kleinen wenig Gefallen an dir gefunden. In all unseren Kämpfen hatte ich bei dir bisher immer das Gefühl, dass du ein Trainer seist, der seine Pokémon mit Respekt behandelt. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Es war also doch nur ein armes Märchen, dass sich zwei gegeneinander kämpfende Trainer gut verstehen können. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst mich jetzt herausfordern, beseelt von deinen Wünschen und Idealen und dabei glorreich untergehen, oder du kannst diesen Ort jetzt verlassen und dich an einer neuen Welt erfreuen, in der die Pokémon befreit vom Joch der Menschen im Frieden leben. Komm zu mir, Reshiram! We'll be right back.
wenn du es zeitlich überhaupt noch hinkriegst, bis zu Ed zu kommen. Ja, mal schauen. Sein Sekrum kriegst du vielleicht noch, aber... Ja, Ed wird leider, glaube ich, nichts. In deinem Beutelart hier. Dein Dunkelstein und Sekrum ist... Der Dunkelstein verwandelt die Aura um sich herum in ein mächtiges Energiefeld und da, er lässt die Energie entweichen. Gespannt, wie du es fangen willst. Ja. Ich soll jetzt eher die Kirche, dass ich das jetzt zu sehr verletze. Das ist kein Problem, du kannst ihn so oft herausfordern, wie du willst. Echt? Okay. Ja. Ah, die zwei Seiten einer Medaille. Beide treten nur dann auf den Plan, wenn sie in einem Menschen einen wahren Helden sehen. Jetzt verstehe ich. Genau das trifft also auf dich zu. Ich werde dir jetzt verraten, was dieses Pokémon zu dir spricht. Ich möchte mit dir kämpfen, gewinne meine Freundschaft. Du hast eine weite Reise hinter dir, doch es möchte sich vergewissern, ob du tatsächlich so von deinen Wünschen und Idealen beseelt bist, wie es scheint. Und ich würde außerdem nur zu gern wissen, wie stark du wirklich bist. Also schnapp dir Sekrum, es soll sich dir anschließen. Na gut, aber das fange ich jetzt auf jeden Fall noch. Beziehungsweise Sieg ist. Ja. Mal schauen. Ja, ich gehe noch mal aus, dass Sekrum ein bisschen schneller ist. Ah, nein, das ist schneller. Petri ist schneller, ja. Petri ist ziemlich schnell. Aber leider. Bringt sie nichts. Das hätte ich dir aber auch gleich sagen können. Jetzt ist gewonnen, weil bei Sekrums brachialen Angriff und Petris Elektroschwäche haben wir da keine Chance. Und erst recht nicht mit einem Volltreffer machen. Ich hab nicht gedacht, dass das Elektro-Programm ist, wenn ich ehrlich bin. Aber hätte man sich an dem blauen Schweif nicht gedacht. Man hätte es an der großen Animation sehen können, wo sehr viele Blitze um ihn rum waren. So. Denkt mal, wer jetzt Renekton am besten. Ja, schmeißen raus. Der Dampfwalze wird mich killen. Sekrum hat eine gute Def. Ah, es könnte sogar schon. Oder soll ich so? Ich glaube, Knie ist ja eine Stärke eher. Danach kannst du Bälle werfen. Ja. Hat ja nichts von ihm wirken. Der hat zwei Attacken gegen dich wirken, er setzt sie nur nicht ein. Oh, sogar beim ersten Versuch, geil. Ich hätte ja einen Superball geworfen, einfach weil die schöner aussehen, aber gut. Ja, ich wollte jetzt kein Risiko hingehen. Aber es passt dann auch gerade so von der Minutenzahl. Ein Pokémon, von dem schon in Sagen die Rede ist, sein Schweif enthält ein gewaltiges Organ zur Stromerzeugung. Gehen wir mal spitzen, oder? Wenn du willst. Ja, klar. Ist jetzt deiner. Scheiße. Du hast ihn gefangen. Ich glaube, es ist mir für den nichts einfällt. Thank you.
Ich gebe jetzt einfach ein paar Buchstaben ein, vielleicht fällt mir. Da hier, ich nehme einfach da hier. Da hier, ne. Dann mach wenigstens klein. Mach wenigstens kleine Buchstaben, wenn du sowas machst. Da hier. So. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal Glaser. Ja. Nimm mal das aus dem Necken raus, ne? Musst du wissen, was du dafür raustust. Du solltest eins von deinen aber raustun dann, weil es ist ja schließlich deiner. Eistüte oder Renekton? Renekton, glaube ich, können wir noch brauchen. Eistüte aber auch. Die sind beide ziemlich brauchbar für die kommenden Kämpfe. Okay, wenn es meins ist, dann habe ich auch die Wahl, es nicht mehr so, ne? So, dann, wenn du möchtest, kannst du es ja dann in deinem Pack reinholen, für eins deiner Pokémon. Mal sehen. Es wäre nicht gerade ehrenhaft, einen Kampf gegen einen deiner angeschlagenen Pokémon zu gewinnen. Können wir jetzt eigentlich noch speichern? Sollen wir es jetzt so machen, dass ich das jetzt mache, oder soll ich versuchen per Quicksave? Ich weiß nicht, ob du, wenn du die Datei irgendwo findest und mir zukommen lassen kannst, dann kannst du das machen. Du kannst ja mal die Aufnahme pausieren und schauen, ob du es hinkriegst. Gut. Also wir haben es jetzt hinbekommen, dass er die Safe State nutzen kann, deswegen beende ich jetzt hier den Part und wir sehen uns dann quasi in der nächsten Folge.